Ja, hallo, hier sehen Sie die zu verkaufende Maschine. Ich zeige Ihnen einen kleinen Funktionstest. Ganz einfach, diese drei Zubehörteile können nacheinander hier eingerastet werden, zum Beispiel Eier oder was weiß ich hier zum Schlagen. Hier drauf gedrückt bringt man in die Rührposition, rastet hier ein und hier an der rechten Seite wird das Ding gestartet. Hier langsam, mittel. Und hier Highspeed. Das Gute an der Maschine ist, sie hat eine bestimmte Parkposition, damit diese Rühreinheit nicht außen ansteht, um den gegebenenfalls die Schüssel mit abzuheben. Deswegen dreht man ein Stückchen weiter. Zack, das war's schon. Und jetzt können Sie nämlich ganz einfach das Ding hier hochheben, ohne dass es an der Schüssel gegebenenfalls anstoßen könnte. Schüssel wird ganz einfach weggemacht, hier reingemacht, hier auch die einzelnen Elemente einfach rausgezogen, eingerastet, bis zum Anschlag reingemacht. Und jetzt können Sie hier auch hier Ihr Brot selbst kneten. Das Ding funktioniert also einwandfrei. So, das war eine kleine Veranschaulichung, nur damit Sie sicher sein können, dass Sie keinen Müll angedreht bekommen und das Ding auch vernünftig funktioniert.